Kandidatin Nummer 1, würdest du dich fesseln lassen? Okay, what the fuck? Das ist Revi. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Revi und ich bin zwischen 20 und 30 und ich bin Revi. Und wie sieht deine Traumfrau aus? Hübsch, nett, gut, sympathisch. Ja. Fein. Super. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück. Bin ready. Was sind deine Gedanken? Crazy, ganz unterschiedlich. Worauf stehst du eher? Auf so offene, hohe oder auf Sneaker? Kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß aber auf jeden Fall, was Chad präferieren würde. Sag. Ja, Nummer 2 natürlich, klar, weiße Fußnägel. Hä, ist das so ein Ding? Ja, ja, das ist echt? Komplett geisteskrank alle. Ist das bei dir auch ein Ding? Nein, nicht so sehr. Ich bin nicht so auf Hamets-Film. Okay. Krass, wenn man hier mal so steht, dann kann man sich gar nichts dazu denken, wirklich. Ja, aber du hast ja eine Frage. Ich frage einfach mal in die Runde, was ist das Kriminellste, was ihr jemals getan habt? Oha, stehst du auf so ein bisschen Bad Boys? Nein, gar nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt Steuerhinterziehung, sympathisch, dann können wir reden. So, weißt du? Okay, Kandidatin 1, was war das Kriminellste, was du jemals getan hast? Jetzt haben wir Stimmen hören, wichtig, ne? Stimmt. Ja. Also das Kriminellste, was ich jemals gemacht habe, das werde ich jetzt nicht nennen, weil das ist eben nicht legal. Oh, klar. Aber ich bin mal ins Schwimmbad eingebrochen in der Nacht. Okay. Stell dir vor, das muss doch verjähren, so strafrechtlich relevanter steht hier. Ja. Okay, Nummer 2. Das Kriminellste, was ich jemals getan habe, war ein Kaugummi geklaut im Supermarkt. Die lügen doch alle. Na, okay, das ist wack. Ich sehe vor, dass Nummer 3 kommt, aber ja, ich habe gestern jemanden abgestochen. So. Ehrenmord. Das Kriminellste, was ich je gemacht habe, ist Ladendiebstahl. Okay, ist schon mal stabil. Ja, hast du mal was geklaut? Ja, natürlich, klar. Ja, ich auch. Ja, safe. So als Teenager ist jetzt auch schon verjährt. Ich glaub, aber auch einfach so, weil man es nicht braucht, sondern einfach so für einen Kick, weißt du? So einfach, weil man Bock drauf hatte. Mhm. Ja, klar, can relate. Nummer 4. Das Kriminellste, das ich jemals gemacht habe, ich hatte Panik vor der Polizei. Ich bin dahinter gefahren und bin einfach über eine rote Ampel drüber. Oh, sehr anständig auf jeden Fall, okay. Das ist so süß. Okay, Nummer 5. Ich würde sagen, Einbruch in ein Wohnhaus. Yo, what the fuck? Okay. Was? Okay, okay. Nummer 6. Ja, also ich habe einmal einen Lippenstift geklaut. Okay. Oh. Habe ich noch nicht gemacht, aber ist cool. Wenigstens einen guten. Ich hoffe. Ja, es war sehr lange her. Also ich war sehr jung und dumm. Okay. Kandidatin Nummer 7, was war das Kriminellste, was du jemals gemacht hast? Mir fällt da schon einiges ein, aber Sprayer. Ich habe sehr gern exotische Tiere. Und ich habe mal einen Fuchs aufgezogen. Das ist crazy. Das ist so süß. Das ist straight up crazy. Okay, okay, was wäre, wenn deine Freundin zu dir nach Hause kommen würde und einfach sagen würde, ich habe einen kleinen Fuchs gefunden, den ziehen wir jetzt auf? Boah, wüsste ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, wenn der mich jetzt nicht beißt und so, ist schon okay. Ja. Also es ist definitiv das flauschigste Fell, das ich je Ja, dann kann man das schon machen, glaube ich. Ja, ist cool. Ist schon süß. Dann ist cool. Hunde kommen auch von Füchsen. Ja, also true. Mein Hund sieht doch aus wie ein Fuchs, das passt. Stimmt. Alright. Okay, du musst jetzt eine von den Kandidatinnen rauswählen. Ja, das ist halt so schwer, man kann halt nur reinscheißen eigentlich, ne? Was sagt dein Gefühl? Aber darauf jetzt Entscheidung zu treffen, ist halt echt mies assi, ne? Mega hart. Vielleicht machen wir noch so eine Schnellrunde. Mhm. Ja, let's go. Einfach Alter. Ja, ganz schnell hintereinander, sagt euer Alter. Ja. 28. 22. Alt. 22. 21. 25. 31. Ich bin so jung oder so alt, wie ich mich fühle. Oh, shit. Findest du die Antwort gut, die letzte? Na, finde ich scheiße. Ja, finde ich auch find ein bisschen richtig scheiße. Raus. Echt? Ja. Okay, dann Kandidat Nummer 7. Du kannst ja vorkommen. Hallo. Hi, was geht? Ja, schade. Ja, du hast mich schnell erlöst. Ja, erlöst? Okay. Okay, hey. Hey, okay. Ja, ist er dein Typ? So dir vorgestellt? Ja, das ist sehr guten Style. Dankeschön, kann ich nur zurückgeben. Tschüss. Mach's gut, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Weißt du das? Nee. nein, aber ich muss ja das Alter wissen. Ist schon richtig. Mhm. Hätte ich schon gewusst. Was wäre zu jung für dich?
14? Nein, Quatsch. Cool. Nein. Kalle, ja, so, du kannst raus. So, oh, yo, what the fuck? Nein, halt so, klar, 18, 19, das geht halt nicht. Okay. Also, das ist Quatsch. Also, ich glaube, ich bin 30. Ah. Ja, deshalb. Also, ich würde schon sagen, so roundabout 23 hört es bei mir auch so. Mhm. Ja. Nächste Runde. Let's go, auf geht's. Bist du bereit? Ich bin ready, let's go. 3, 2, 1. Okay, krass, das ist super unterschiedlich alles. Das ist sehr bunt auch. Ich habe mir auch von keinem irgendwas gemerkt, weder Alter noch kriminelle Machenschaften oder sowas, ne? Ich bin halt dumm wie ein Stück Scheiße. Dann fangen wir wieder von vorne an. Ja. Ich weiß noch ein bisschen. Was hältst du denn von Hose Nummer 3? Die ist ja schon sehr wild. Ja, ist nicht, to be honest, meins. Warum nicht? Ist mir zu bunt, schau mich an. So. Ja. Aber vielleicht ist es dein Counterpart. Könnte sein, so Kanarienvogelmäßig, ne? Ja, true. Ja, bringt gute Laune in dein Leben. Wie stehst du zu den Nägeln? Ich achte jetzt nicht so krass auf Hände oder Füße halt, ne? Echt nicht? Nee, worauf irgendwie achtest du denn? Boah, ist wirklich jetzt echt kein Cap, viel Charakter halt. Also wie eine Person ist. Ja, du weißt ja, du guckst dich jetzt schon so an. Auf das Herz. Auf das Herz. Klar. Und klar. Gutherzigkeit. Was stehst du denn, wie findest du denn den Fitnum von Nummer 2? Auch cool. Ja, was denkst du, könnte sie machen beruflich? Könnte auch so Knast-Outfit sein, so Orange is the New Black mäßig, weißt du? Diese Overalls. Wie süß, sie lachen. Ne? Ja, ja, so alle am Kichern. So. Ich finde das. Das ist ganz crazy, weil 1 und 2 sind ja dann doch so ein bisschen anders gekleidet als die anderen. Also die letzten beiden sind sehr klassisch und in der Mitte ist auch nochmal komplett unterschiedlich. Ja. Dann hast du jetzt eine Frage. Nee. Doch, die eine, die du mir gesagt hast, ist schon mal gut. Die mag die. Ja, die Marc Eggers Frage. Soll ich die jetzt schon rausholen? Ja, mach einfach. Okay, ist ein bisschen unangenehm, aber die Frage kommt ja nicht von mir und ich kann mich da schützen, indem ich sage, es kommt von Marc. Was war der ungewöhnlichste Ort, an dem ihr hattet? Kandidat Nummer 1. Ja, da kommen wir jetzt wieder zum Schwimmbad zurück. Ah, okay, das ist so eine Verbrechensserie, okay. Ja, auf dem Springturm. So ein kleiner Fetisch. Okay. Springturm, ja. Mhm. Nummer 2. Auch Schwimmbad. So ein Ding hier in Österreich, ne? Ja, oder ist nichts eingefallen und ja, sagt einfach Nummer 1. Einfach gelogen, eins. Ne? Ja. Ja, vielleicht sogar schlimmere Sachen. Ja. Nummer 3. Am Flughafen in Israel, am Behindertenklo. Yo, that's savage. Das ist krass, das ist krass. Das ist krass. Warum muss es das Behindertenklo sein? Das war geräumiger. Okay, mehr Platz. Ja, klar, stimmt. Ja. Macht ja auch Sinn. True. So, man hat mehr Platz, muss man sagen. Ne? Und man hat diese Griffe, wo man sich festhalten kann. Man oder kann was so, ganz schön. Ja, genau. Komplettes BDSM-Kit da auspacken. Safe. So zwei Koffer einfach so. Los geht's. Nummer 4. In einer Kapelle. Yo, okay. Ja. Also jetzt. Ja. Interesting, okay. Bist du katholisch? Am Papier schon. Aha. Auf dem Papier, aber halt. Mhm. War es mit dem Pfarrer? Nein, oder? Nein. Das wäre schlimm. Das wäre richtig schlimm. Das war ein Beichtstuhl. Okay. Das war ein Beichtstuhl? Im Beichtstuhl? Yo, was? Nein. Okay, das ist crazy. Würdest du es im Beichtstuhl machen? Auf jeden Fall, natürlich, klar, direkt. Kandidatin Nummer 5? Beim Wandern am Berggipfel mit einer wunderschönen Aussicht. Auch stabil, das auch ist cool. Romantisch. Das ist richtig schön, das ne? Ist süß. Ich stelle mir das immer nur so komisch vor, wenn da so andere Leute vorbeikommen, glaube ich. Ne? So, du bist dann da so dein Ding am machen. Und, und auch so ein bisschen buschig. Ja. So gestrüppt so. Man sieht so vielleicht einen Kopf rausgucken, weißt du? Naja, Kandidatin Nummer 6. Wo war der ungewöhnlichste Ort, von dem du je Sex hattest? Ja, also auch im Natur, im Regenwald in Nordaustralien. Oh, das ist auch crazy. Das ist crazy. Was ist denn ein Dialekt? Da ist ein kleiner Akzent drin, ne? So, kannst du noch mal kurz was sagen? Ja, was sollte ich denn sagen? So ein englischer Akzent ja, irgendwie, ne? Ich komme aus Australien, ja. Du kommst aus Australien? Ja. Okay, ja. Ich wollte gerade sagen Aussie, okay. Aber Aussie in Austria, crazy. Du? Ja, finde ich cool, interessant. Oder? Direkt interessant, ja, safe. So exotisch? Ja. Okay, auf dieser Frage muss jetzt eine Person rauswählen. Ja, das waren halt alles ziemlich gottlose Orte, ne? Also da war einen schlimmer als der andere. Beichtstuhl war schon am krassesten. Beichtstuhl ist schon am krassesten. Also Beichtstuhl hat sich auf jeden Fall qualifiziert. Ja. Mich stört aber die Hose von Nummer 3 so gottlos, ich weiß nicht warum. Nummer 5. Wo war nochmal dein Ort? Am Berggipfel mit der schönen Aussicht. Ich glaube, das ist fast schon die langweiligste Antwort, ne? Nee, ich glaube, das passt dann leider nicht. Okay. Ich hasse Wandern. Das war ungünstig. Ja. Dann Kandidat Nummer 5. Okay. Du kannst hervorkommen. Oh, hello. Hello. Hi. Ja, schade, mit dir wäre ich wandern gegangen. Schade. Und was denkst du? Sympathisch? Sag was Nettes bitte. Natürlich. Natürlich. Sympathisch. Sehr schön, kann ich nur zurückgeben.
Danke. Okay. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke, hey, das ist voll schlimm. Die sitzen jetzt alle da und schauen mich an. Ja. Die ich rausgewählt habe. Das ist ja voll der Horror. Schon asozial. Ich dachte, die gehen nach Hause. Die denken sich jetzt auch alle so, du kleiner Spaß. Scheiße. Okay, nächste Runde. Okay, du hast jetzt eine Person rausgewählt. Mhm. Und jetzt musst du aber noch eine auswählen. Warum? Weil das Spiel so funktioniert. Ja, ist doch scheiße. Ja, so, ich hab's nicht an mir ausgedacht. Du hast ja gesagt, du magst eigentlich auch so ein bisschen Adventures, ne? Mhm. Wohin würdet ihr ihn auf ein erstes Date mitnehmen? Oh, das ist crazy. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Kandidatin Nummer 1, wo wäre dein erstes Date? Also normalerweise lasse ich die Männer aussuchen. Mhm. Jetzt musst du aber. Ja, eventuell beim Schwimmen. Wegen Schwimmbad? Das ist irgendwie so ein Ding bei dir, ne? Ich merk schon, okay, aha. Aber sie hat gesagt, normalerweise wird sie die Männer aussuchen. Ja. Findest du das gut? Ich finde so Initiativen von beiden eigentlich ganz cool. Okay. Also ich glaube, stell dir vor, ich sag jetzt erstes Date ganz crazy Fallschirmspringen und sie sagt, ja, ich habe Höhenangst, ja, reingeschissen. Kandidatin Nummer 2, wenn du Initiative ergreifen müsstest, was würdest du machen? Da ich nicht weiß, was er gerne mag, würde ich mal sagen, ich würde ihn mit nach Wien nehmen und mit ihm in Wien spazieren gehen, im Ersten und im Prater eventuell und einfach ein bisschen Wien zeigen. Prater ist halt so ein ist dieser mit dem Riesenrad und sowas. Ja. Ja, okay. Oh, das ist aber süß, zusammen ja, auf der Achterbahn. Ja, schon Zuckerwatte essen, dieses Lebkuchenherzen, ja, so ein bisschen Schießbude, ne? Ja, safe. Ja, du holst ihr noch so einen riesigen Teddybär. Ja, oh, toll. Oh, das machen wir. Du planst echt schon weit für mich, ich merke schon, ne? Engagier mich einfach als Datingplaner. Ja, so ein Ding. Okay, Kandidatin Nummer 3, wo wäre dein erstes Date? Wenn sie jetzt sagt Behindertenklo, dann komme ich nicht klar. Ich würde fürs erste Date in ein Escape Room gehen, weil ich glaube, da lernt man sich ziemlich gut kennen beim Rätsellösen und so. Warst du schon mal in einem? Ja, das ist meine Personal Hell. Echt? Stell dir mal vor, du bist mit einer fremden Person in einem Escape Room eingesperrt und versteht euch nicht für eine Stunde. Ja, das ist. Das ist doch scheiße, oder? Ich war noch nie in einem. Also man muss ja dann so, also das ist. Also die Idee ist cool, ja. Aber das grenzt für mich an Geisteskrankheit. Würde ich niemals zum ersten Date machen. Echt? Nein, wirklich nicht. Okay. Stell dir vor, du willst einfach gehen und dann ist die Tür abgeschlossen. Dann musst du den Notknopf drücken, kommt Feuerwehr und so. Nee. Ja, aber wie schlimm kann ein Date sein, dass du unbedingt gehen willst? Ja, stimmt eigentlich. Naja, Kandidatin Nummer 4. Was wäre dein erstes Date? Also ich hätte so einen Tag geplant. Okay. Zuerst Virtual Reality und schauen, wer den Highscore knackt. Mhm. Und dementsprechend zahlt dann derjenige das Abendessen. Oh, das ist kompetitiv, das ist crazy. Ja. Das ist cool. Das passt auch gut zu dir, ja, ja, ich, oder? Safe. Würde ja. Ich machen. Finde ich cool. Das passt super. Okay, und Kandidatin Nummer 5? Ja, also ich würde jemand zum Theater einladen, weil ich kostenlose Karten bekommen kann und vorher was trinken und danach auch was trinken und ja. Schauen, was wird. Schauen, was wird. Das passt auch zum Outfit. Ja, das stimmt. Vielleicht Schauspielerin am Theater oder sowas, ne? Ja, ist auch cool, weil es ist eine andere Kunstform. Ja, das stimmt, Würdest du, warte, würdest du gerade sagen, dass wir Kunst machen? Na. Doch. Na, das kannst du nicht sagen. Super. Jetzt musst du eine von denen leider rauswählen. Ja, jetzt muss es Nummer 3 werden. Okay. Der Escape Room hat mich gebrochen. Also das kann ich nicht aushalten. Nee. Das ist wie wenn man beim ersten Date kochen geht, so, weißt du? Das ist so, du gehst zum Fremden in die Wohnung mit dem Messer, ja, das ist weird, so, weißt du? So, triffst dich lieber in der Öffentlichkeit, dann bist du sicher. Ja, true. Ja? Okay, Kandidatin Nummer 3, du kannst hervorkommen. Hallo. Hi. Sebastian, hi. Das Top passt schon gut zur Hose. Das ist ein sehr cooles Outfit jetzt wieder. Das passt jetzt auch so zusammen. I'm all blue, or you all black. Ah, that's cute. Und bunte Haare. Bunte Haare auch. Dreh ich einmal um. Ja, schön. So ein bisschen, gibt's auch so Streamer- oder E-Girl-Vibes. Findest du? Ja. Ich judge nicht, ich denke nicht in Kategorien. Aber wenn du das machst, mach euch. Okay, fine. Ja. Whatever. Was denkst du über ihn? Ja, mal mit dem Schwarz. Dankeschön, kann ich dir zurückgeben. Leider wird das ja nichts. Okay, tschüss! Hä? Okay. Okay, dann nächste Runde. 3, 2, 1, go! Okay, welches Outfit krass. Direkt am besten? Schwer 1 und 2 wieder. 1 und 2? Ja, sympathisch wegen Tattoos auf jeden Fall. Mhm. Ist cool. Ich glaube, Nummer 1 ist Bad Moms J. Tatsächlich so. Vielleicht rappt sie gleich für uns. Wer weiß. Findest du das gut? Twerken? Ja, ist doch Quatsch, oder? Ich bin doch keine 12. So, ich hab gerade rappen gefragt. Achso, rappen. Ach so. Du wolltest doch auch twerken hören. Nein, rappen finde ich cool, ja. Safe. Ja, okay. Ja. Sie hat auch super lange Haare. Mhm. Dürfen sie sich einmal rumdrehen? Geht das? Ja. Jetzt willst du okay, krass. Das ist wie beim Motorrad so, kennst du diese? Egal.
Da sind irgendwelche Fantasien, ja, da bin ich kein Teil von. Egal. Okay, die erste Frage ist... Was ist euer Fetisch? Okay, oder generell... Interessen. Ja, was sind deine Interessenkandidaten Nummer 1? Hast du sehr schön formuliert. Auf jeden Fall Abenteuer. Abenteuer? Find's heraus. Okay, offen formuliert, ne? Ja, sehr offen formuliert. Ja. Auch ein bisschen schüchtern. Ja, ja, man weiß nicht so, ne? Sie ja. traut sich das nicht so auszusprechen. Ja, das stimmt, das stimmt. Kandidatin Nummer 2? Fetische habe ich keine. Mhm. Ich mag es, wenn der Mann weiß, was er will und mir das auch zeigt. Okay. Ja, sonst bin ich offen für Neues und alles fast. Alles fast, okay. Du hast doch so ein paar Vorlieben, oder? Ich habe keine Vorlieben. Was Mark Eggers hier gestellt hat, ist kompletter Quatsch. Mhm. Ist und halt was ist mit der Schublade hinter deinem Stream? Da reden wir nicht drüber. Doch, da ist Nummer eine Schublade. Drei. Ja, Nummer 3, ja, die kann ich nicht im Stream öffnen. Nummer 3? Ich bin noch in meiner Probierphase. Okay. Ich probiere gern Sachen aus. Ich habe auch schon diverse Sachen gemacht, wie zum Beispiel Swingerclubs ausprobiert. Also ich bin da schon ein bisschen bewandert in diesen Themen. Aber ich weiß halt noch nicht 100%, was genau meins ist. Das können wir herausfinden dann. Das ist doch eine richtig coole Antwort. Das ist gut, ja. Die ist offen für alles. Ja. Die sagt ganz ehrlich, voll. Ich weiß es noch nicht genau. Wir können schauen, was wird. Bist du in Swingerclubs unterwegs? Nein. Ich, also Kandidatin so. Nummer 4, was sind denn deine sexuellen Vorlieben? Ja, also ich glaube, dass es kein Fetisch ist, aber ich mag sehr gern Dreier. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Und meine Mama kann diese Folge sehen und sie wird kein Wort verstanden. Also verstehen. Ah, das ist perfekt. Okay. Stimmt, sie ist safe, sie ist Australierin. Da kannst du direkt sagen, okay. Ja. Ich kann sagen, was. Okay, du stehst auf Dreier. Ja. Welche Kombination? Denn du hast alles möglich. Alles möglich. Also alles möglich. Zwei Männer, alle Frauen, ein andere Frau und ein okay, Mann. Okay, crazy, okay. So. Okay, du stehst aber auf Dreier. Du hast die Möglichkeit, mit diesem jungen Herrn hier einen zu haben und mit einem der anderen drei Mädels. Oh, ja. Jetzt wird's wild. Wer, Nummer zwei hat sich gerade schon richtig gefreut. Oh, also vielleicht später erzähl ich euch. Okay, okay. Okay, das hätte nämlich so ein bisschen was auch ein über bisschen die was ausgesagt, ne? Ja. Okay, muss jetzt leider einen auswählen. Ja, ist halt schwierig, ne? Nummer 1 war halt super, super schüchtern, aber ich finde das Outfit echt cool, ne? Kann ich dich einfach nach Hause schicken? Ich nehme die. Okay. Wen von den vier willst du denn jetzt auswählen? So, und da wir ja hier die Liebe fürs Leben suchen, hast du ja selber gesagt, absolut. Ne? Tut es mir sehr schwer, aber ich glaube, es ist Nummer 1 dann leider. Okay, Kandidat Nummer 1, du kannst ja vorkommen. Hallo. Hi. Ja, sehr sympathisch. Freut mich. Hallo. Du bist sehr klein. Ja, aufs Beste reduziert. Oh, starke Antwort, schlagfertig. Aber krasse Augen. Ja, das stimmt. Und krasse Haare sind das dann echt? Ja. Find es heraus. Okay, crazy. Und was hältst du von ihm? Sag nichts Schlechtes, bitte. Cute, aber nicht mein Typ. Siehst du mal, dann hat das doch gepasst. Mein Gott, siehst vielleicht du mal. Werdet ihr Freunde. Kann natürlich sein, vielleicht aber auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich okay. nicht. Tschüss, danke. Mach's gut, ciao, ciao. Okay, es geht direkt weiter. Okay, direkt. Ja, bereust du es übrigens? Sehr nett, aber wäre jetzt auch nicht mein Typ gewesen. Krass. Nächste Runde. Mhm. Du musst jetzt noch eine rauswählen. Was würde dich am meisten an den dreien interessieren? Das Gesicht. Also, oberflächlich. Nein, aber das muss ja, spielt ja schon mit ein, ne? Kandidatin Nummer 1. Was machst du beruflich? Ich bin zahnärztliche Fachassistentin. Hast du gute Zähne? Ja. Ich würde schon sagen, oder? Ja. Du? Ja, doch. Ja. Haben wir, glaube ich, beide Glück beide. Gehabt. Ja. Hattest du eine Zahnspange? Ja, du auch? Ja. Ja, natürlich. Mein Gott. Ja, auch immer Zahnseide wichtig, ne? Mhm. Achtest du da drauf bei deinen Partnern? Ja, Zähne sind sehr wichtig. Ohne ist halt doof, ne? Kann man nicht kauen, essen, scheiße. Schwierig. Ja. Reden, glaube ich, auch. Reden richtig. Auch doof, ne? Ja. Sieht doch scheiße aus ohne Zähne. Ist alles doof, ja. Mein Gott. Kandidatin Nummer 2, was machst du beruflich? Ich arbeite im Tierpflegebereich. Oh, das ist cool. Das ist süß. Wo Tierpflege denn? Tierpflege ist gut. Ich bin momentan auf der Suche. Aber davor habe ich eben auf einer Wildtierstation gearbeitet und danach habe ich in einer Tierklinik gearbeitet. Wildtierstation ist crazy, oder? Ja. So Wildschweine und sowas und. Dachs und Fuchs und Marder und Tauben, ganz viele Tauben. Aber das krass. Ist süß. Ist das in Österreich so ein Ding, dass man einfach so mit Wildtieren hängt? So. Ja. Kandidatin Nummer 3, was machst du beruflich? Ja, ich bin Opernsängerin. Jo, okay, da müssen wir auf jeden Fall was hören. Da müssen wir was hören. Kannst du eine Kostprobe geben oder ist das ein bisschen zu schwierig gerade? Ach, also vielleicht bei unserem zweiten Date? Beim zweiten Date. Ja. Da wird dann gesungen, ich verstehe. Ja, ja, ja. Hä, Dirty Mind? Das denkst du auch nur. Ist schon am spannendsten. Okay, darauf musst du jetzt, also basierend darauf musst du jetzt eine rauswählen. Okay. Ja. Kein Plan, ne? Szene, Tiere, Opern. Ganz unterschiedlich alles, ne? Ja.
Ich glaube, aber das ist auch nur so ein Gefühl, ich glaube Nummer 2 tatsächlich. Okay. Ja. Kandidatin Nummer 2, du kannst ja vorkommen. Hallo. Hi, Sebastian, hi. Was geht? Hi. Hi. Ja, schade. Finde ja? ich auch. Ja, aber wir können uns ja trotzdem noch connecten, ne? Ja, voll. Also das ist ja nicht das Ende. Muss nicht genau. das Ende sein. Kann auch der Anfang sein, ne? Ja. Freue ich mich. Vielleicht sieht man sich ja. Vielleicht sieht man sich ja, genau. Man sieht sich immer zweimal. Vielleicht mit weniger Gewand. Okay. Du schießt hier nur. In ihre DMs leidest du noch, oder? Nein, sie in meine. Okay. Dann, ach. Ja. Holy shit. Es ist Finale jetzt, ne? Crazy. Okay, hast du eine richtig gute Frage fürs Finale? Okay, wie sieht's bei euch mit Familienplanung aus? Kinder, ja, nein. Habt ihr vielleicht sogar schon Kinder? Weiß man ja nicht. Und wärt ihr bereit, in eine andere Stadt zu ziehen? Also, ich würde auf jeden Fall heiraten wollen. 1 bis 2 Kinder. Mhm. Und ja, ich würde wegziehen. Okay. Aber du hast noch keine Kinder? Nein, ich bin 22. Richtig. Obwohl. Also, würde mich das jetzt stören? Ich glaube schon. Na, nicht stören. Ja. Mehr weiß ich nicht. Ich war halt noch kein Vater. So. Man muss halt da reinwachsen, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Kandidatin Nummer 2, wie sieht es bei deiner Familienplanung aus? Ich möchte Kinder haben. Ich glaube, Familie ist sehr wichtig. Und ich will auch mich umziehen. Also ich habe es schon gemacht, von Australien. Und ich habe auch in Großbritannien gewohnt. Und ja, also es ist mir egal, wo ich wohne. Ich will immer, dass... Nur, dass es schön ist und interessant ist und dass es geht mit meinem Beruf auch, das ist, kann schwierig sein. Jeez. Crazy. Okay, okay, ja, die beiden sind einfach so perfekt. Sie sind einfach sehr offen auch für ja. dann Wie viele Kinder möchtest du denn? Oder überhaupt? Ja, schon. Ich denke so 2, 3. Mhm. Ich habe jetzt gerade gesagt, ob ich so 24 sage, nur zu schocken, aber nee, 2, 3 reicht, glaube ich. Ich würde actually gerne so 10. Ehrlich jetzt? Du bist doch jetzt schon komplett überfordert mit deinem Leben, oder? Frech! Da wächst man noch rein. Ich würde Nummer 2 so gern kurz singen hören, ne? Ja. Das wäre so crazy. Nummer 2, kannst du uns vielleicht so eine kleine Tonleiter geben? Mhm. Okay. Jetzt wird's krass. Ach, ich bin nicht eingesungen. Egal. Ich auch nicht. Alles gut. Crazy. Alter, ich hab Gänsehaut. Krass. Krass, okay. Das ist halt legit. Boah, das ist crazy. Ja. Das ist crazy. Das ist schon schön. Das ist sehr verrückt, ja. Das ist... Ja. Boah, das ist krass. Ja, stell wirklich. Mal, dass er Opernsängerin als Freundin. Aber hört man das jeden Tag dann? Oh. Also ich kann im Theater üben. Also, okay, ja, okay. Ja, das clasht halt voll, aber es passt. Ja, der Techno-DJ und Opernsängerin, sagst du, ja. Kann man auch ganz gut irgendwie kombinieren, ne? Ja. Ja, ich möchte so gerne ein Projekt machen oder sowas. Das wäre cool. Oh, jetzt ist aber echt schwer, ne? Ja, jetzt denkst du gerade an die Arbeit. Jetzt denkst du nicht an dein Herz. Ja, das stimmt. Ich denke ans Potenzial. Hast du schon einen Favoriten? Nein, ich bin gerade richtig hin und her gerissen, ne? Ich wusste auch nicht, was ist ich machen krass, sollte. Ist krass. Okay, vielleicht noch eine Frage. Ja. Kandidatin Nummer 1, würdest du dich fesseln lassen? Von was auch immer in der Schublade ist, die Revi hat. Yo. Ja. Ja, Nummer 2 sagt jetzt auch ja. Ich habe es nicht verstanden, Entschuldigung. Würdest du dich fesseln lassen? Oh, ja. Ja, natürlich. Oh ja, das ist sehr Zuspruch. Ja. Nice, hey, klar, natürlich, hey, ja, klar. Ich lass mich immer fesseln. There you go. Okay, das muss jetzt aber einfach so ein Bauchgefühl sein. Ich habe aber keins, das ist das Problem. Zahnarzt, Opern. Fesseln, ja, so fesseln. Komplett crazy, ne? Ich glaube so, wenn ich jetzt so überlege, normalerweise würde ich jetzt von den Looks her wahrscheinlich Nummer 1 picken. Mhm. Aber Nummer 2 ist irgendwie noch mal ein bisschen interessanter von ihrer ganzen Geschichte. Deshalb würde ich sagen, Nummer 1 muss raus. Und wahrscheinlich, das ist eigentlich gar nicht die Entscheidung, die ich gemacht hätte. Ja. Aber ja, ich habe jetzt die Entscheidung gefällt. Nummer 1, so. Du kannst hervorkommen. Hey, oh Mann, hallo. Hey. Ja, schade. Na, schön, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Was denkst du? Nett. Nett, ja. Du musst ja immer kann man sich unterhalten? Du hast Zahnstein. Ja. Voll Zahnarzt schön. Ist ja, Zahnarzt ist schön. Zahnstein heißt das nicht, ne? Wie heißt das? Das ist ein guter Style. Ja. Danke. Zahnsteinchen. Zahnsteinchen, ja. Ja, mein Gott, ihr könnt ja in eure DMs leiten. Man kann sich ja immer noch kennenlernen. Aber ne? Nur, wenn es mit ihr nicht funktioniert. Das muss ich dann erstmal ausprobieren. Ganz genau. Okay, danke. Schön, dass du da warst. Danke dir. Tschüss. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin extrem gespannt. Ich kann mir echt? Überhaupt nichts vorstellen. Ja, aber ich hoffe, du hast deinen Ring parat, alles. Nee.
Joke. Okay, du bist die Gewinnerin. Du kannst jetzt einfach unter dem Vorhang kommen. Wie war dein Name? Karina. 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 Mit dem Akzent. Karina, du kannst jetzt einfach unter dem Vorhang hervorkommen. Hallo. Hi. Hi. Ja, sehr interessant. So. Cool. Und du denkst hier? Ja. Ja? Okay. Schau mal. Na dann. Dann gehen wir, komm. Gehen in den Sonnenuntergang. Gehen wir. Tschüss. Danke. Tschüss. Oh, sehen die süß aus. Schön.